herzlich willkommen. Ich bin Baraya und heute nehme ich dich mit in mein Bastelprojekt vom letzten Sommer. Und zwar habe ich meiner Tochter zum 12. Geburtstag dieses Journal gemacht. Das ist schön für Jugendliche zum Reinmalen, Schreiben, Basteln. Es hat fast ein DIN A4 Format, es ist ein ganz klein bisschen kleiner. Und ich habe sehr viel Buntes aus Zeitschriften und Co. dort verarbeitet. Habe kleine Tags und Anhänger dran gemacht. Es gibt super viel zu entdecken und da wird sie ganz viel Freude mit haben, weil sie zusätzlich nämlich noch eine Bastelkiste bekommen hat, mit der sie hier dieses Journal dann füllen kann. Ja, hier habe ich ein paar Umschläge reingebastelt und kleine Taschen, Fotos natürlich von ihr und von ihren Freundinnen, ihrem Pferd und so weiter. Da kann sie natürlich selber noch ganz viel dazu beitragen, indem sie alles das, was sie findet, bastelt, irgendwas dort auch mit in das Journal packt. Das heißt, ich habe nur ist gut, ich habe nur die Vorder- und Rückseite und den Umschlag des Journals gebastelt. Und den ganzen Rest, den wird die Liebe nämlich selber füllen können. Hier gibt es noch ein paar kleine Geschichten und ein Manifest der Mutigen. Zusätzlich habe ich einen Umschlag eingefügt für ein Letter an ihr Future Me. Das heißt, sie kann sich einen Brief schreiben für ihr Zukunfts-Ich. Eine kleine Anleitung gibt es dazu, weil man muss das ja natürlich erstmal üben und lernen, einen Brief an sich selber zu schreiben in der Zukunft. Und auf der Rückseite gibt es Platz. Den habe ich in einer Zeitschrift gefunden und direkt hier schön verarbeitet, die Ränder distressed und diesen Umschlag hier auch noch schön bestempelt, dass ganz klar ist, wofür der ist. Gut, hier haben wir noch ein paar weitere Taschen. Tags, Fotos, Karten. Dazu gab es nämlich noch einen Gutschein, den würdest du hier drin nämlich auch finden. Natürlich Karten. Karten für Jugendliche, großartig, mit tollen Sprüchen. Wichtig war mir, dass es einfach bunt und kreativ ist, dass es direkt anregt, um auch hier an der Stelle einzuhaken und direkt selbstständig weiter zu basteln. Und ich kann ein bisschen spoilern, wir haben natürlich auch schon in dem letzten halben Jahr, so lange ist es nämlich her, seit ich das Journal gemacht und verschenkt habe, im letzten halben Jahr haben wir schon gemeinsam gebastelt und natürlich hat meine Tochter auch selbst hier kreativ gebastelt, gestempelt, gemacht, getan. Und das freut mich natürlich total, dass dieses Geschenk gut angekommen ist. Es war natürlich auch einiges an Zeit, was ich dafür investiert habe. Nur, ich weiß nicht, ich denke mal, ihr kennt das, dass Bastelzeit echt Lebens- und Qualitätszeit ist. Es hat mega Spaß gemacht und hat natürlich einen riesen Mehrwert und Freude einfach bei einem selber, wenn man sowas herstellen kann. Und natürlich, man hat Material, was dann hier zutage tritt, ne? Genau, jetzt habe ich hier noch einmal ganz genau den Ausklappmechanismus noch mal reingepackt in das Video. Und das hat auch mega Spaß gemacht. Das hatte ich mich vorher nicht getraut, das habe ich mir tatsächlich abgeguckt. Auch die Karte ist so eine Klappkarte mit kleinen Anregungen. Was kann man hier mit diesem Journal einfach anstellen? Also man kann da draußen Friendsbook machen, man kann stenciln, man kann stempeln, man kann allen möglichen Kram machen. Und zusätzlich zu dieser Anregung, zu diesem Journal, bekommt sie nämlich auch noch eine Bastelkiste. Die möchte ich euch jetzt ganz kurz anteasern. Dazu mache ich nämlich noch mein eigenes kleines Video. Ja, jetzt seht ihr schon die Bastelkiste. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, abonniert meinen Kanal, schreibt mir was in die Kommentare. Über sowas freue ich mich immer riesig und über den Austausch, der dadurch entstehen kann. Bis demnächst in diesem Kino.